Ernst Dokopil, die Mannschaft hat zuletzt ansteigende Form gezeigt. Glauben Sie, dass das für Kiew genügen wird? Ja, ich kann es nur hoffen. Ob ich es glaube, ich weiß nicht. Wir werden sehen, wie wir uns heute auf den Gegner einstellen können. Normal haben wir gute Chancen, aber es wird sich erst im Spiel erweisen. Wie wollen Sie die Abwehr von Dynamo Kiew knacken? Ja, wir wissen eigentlich noch nicht, wie sie spielen werden, ob sie sehr defensiv sind oder nicht. Natürlich wollen wir offensiv spielen, wollen versuchen, einen Vorsprung herauszuschießen. Aber wir werden erst sehen, wie stark der Gegner ist. Ihren Worten entnehme ich, dass Sie eine zweite Sturmspitze aufbieten. Ja, wir werden mit Matrenko und Stumpf beginnen. Kann Ivanov spielen? Ivanov wird auch spielen, ja. Glauben Sie, sind die Ausfälle von Schöttl, Herab und Jovanovic in so einem wichtigen Spiel zu verkraften? Ja, ich denke schon. Das ist gerade noch das Letzte. Mehr können wir nicht mehr verkraften. Jetzt habe ich alle Spieler am Blankett, am Kader, vom Kader und mehr Spieler haben wir nicht. Für das Rückspiel in 14 Tagen in Kiew, welchen Vorsprung würden Sie sich wünschen? Ja, 5:0. Danke vielmals. Ernst Dokopil, Rapid hat ja in der vergangenen Saison so großartig im Europacup gespielt und auch das Finale erreicht. Und vor 2 Monaten an dieser Stelle hier im Ernst-Happel-Stadion, da wurde der 30. Meistertitel der Grün-Weißen bejubelt. Es war der Schlusspunkt einer fantastischen Saison in Grün-Weiß. Samstag, 1. Juni, in einem denkwürdigen Meisterschaftsfinale bezwingt Rapid vor 50.000 Zuschauern den schärfsten Verfolger Sturm Graz 2:0. Die Hütteldorfer sind damit erstmals seit 1988 wieder österreichischer Fußballmeister. Meine Damen und Herren! Liebe Fußballfreunde, der österreichische Meister heißt Rapid! Ein Erfolg, der nicht nur ungeheure Emotionen, sondern auch ungeahnte Fähigkeiten freisetzt. Später nach Veränderungen sucht, der stößt zunächst auf Unverständnis. Was soll sich geändert haben? Das weiß ich nicht. Bei Rapid soll sich was geändert haben in der Zeit? Der Unterschied ist... Konnte nicht. Ja, um 2 Monate sind wir alle älter geworden, sonst hat sich nicht viel geändert für mich. Wenn man mit dem Vorjahr jedoch genauer vergleicht, dann offenbaren sich sehr wohl tiefergehende Unterschiede. Ja, es ist ein bisschen ernster geworden. Es sind einige Spieler dazugekommen, die sehr gute Profis sind, die abgeklärter sind. Und es ist ein bisschen anders geworden, vielleicht zielgerichteter sogar. Zinkler, Leschiak und Co., die Garanten einer neuen Hütteldorfer Ernsthaftigkeit? Tatsache ist, dass sich vor allem der Abgang von Carsten Janka auf das Spielsystem Rapids auswirken wird. Es war so, dass wenn wir einmal nicht zu unserem Spiel gefunden haben, haben wir noch immer die Möglichkeit gehabt, dass wir einfach hoch vorschießen. Und wir haben zwei
sehr kopfballstarke und große Spieler vorne gehabt. Ein Rezept, das Rapid zum Europacup-Finalisten machte. Duki! Ball ist doch im Spiel. Und der Ball ist im Tor, jawohl! Jawohl! Christian Stumpf erzielt das 2:0. Unglaublich! Janka, jetzt, 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 jawohl! Das ist es, das ist es. Ja, der Ball ist im Tor. Christian Stumpf, das 2:0. Gefühlvoll hebt er den Ball ins Tor. Marasek, herab. Und 3:0. Unglaublich, wieder Christian Stumpf. Durch die 0:1-Finalniederlage gegen Paris Saint-Germain blieb die Erfüllung versagt. Dennoch haben sowohl die Mannschaft als auch die Fans in der vergangenen Saison ihre Europareife deutlich unter Beweis gestellt. Bleibt nur zu hoffen, dass eine ähnliche Leistung auch in diesem Europacup-Jahr gelingt. Dietmar Kübauer, mit dem Ergebnis und Spiel bisher zufrieden? Ja, ich glaube, das 1:0 war sehr wichtig für unser Spiel. Jetzt können wir ein bisschen ruhiger spielen und Kiew, glaube ich, wie auch durchschießen und dadurch haben wir Chancen im Konter und ich glaube, das werden wir sicher nutzen zum 2:0. Das heißt, nach der Pause auf Konter und Sie glauben fest an ein zweites Tor? Ja, ich glaube schon, weil es ist jetzt so, Kiew im Mitspielen und da sind ja die Chancen viel größer für uns, dass wir in die Löcher einstoßen und dass wir vielleicht das 2:0 machen. Danke vielmals, Dietmar Kübauer. Und wir haben mittlerweile das Tor für Sie vorbereitet und sehen diesen Treffer von Christian Stumpf in der 8. Minute. Das 1:0 für Rapid, das unheimlich wichtig war. So, und wir melden uns in Kürze wieder. Neben mir Peter Schöttl, jetzt für dieses Spiel gesperrt. Würden auch Sie am liebsten singen, zuschauen kann ich nicht, Peter? Ja, natürlich, aber es ist eben so und ich muss die Situation akzeptieren. Wie gefällt Ihnen das Spiel bisher? Resultat in Ordnung? Resultat geht okay, ja, die Zuschauer sehen ein sehr gutes Spiel. Dynamo Kiew ist die erwartet starke Mannschaft, aber wir halten dagegen und führen Gott sei Dank 1:0. Ich habe gehört, Stöger und Barisic werden aus dem Spiel genommen. Was sagen Sie dazu? Ja, jetzt zum ersten Mal. Mir hat die Mannschaft eigentlich sehr, sehr gut gefallen als Gesamtheit. Aber wenn der Trainer das macht, dann wird es schon stimmen. Wahrscheinlich wird die Defensive ein bisschen gestärkt werden. Schauen wir uns zunächst einmal die wichtigsten Szenen der ersten Hälfte an. Es hat begonnen mit einer guten Aktion für Kiew. Das war sie. Beschenau übers Tor. Da haben sie ein bisschen gezittert wahrscheinlich. Ja, das ist also eine Standardsituation. Da haben wir nicht aufgepasst und haben ein sehr großes Glück gehabt, weil da hätte schon sehr schlimm ausschauen können für uns. Jetzt dieser Schuss von Mandreko. War ein sehr guter Schuss, war sehr gefährlich. War sehr gefährlich, vor allem, wenn man in Sergej Mandreko seine linken Schüsse sonst kennt. Und aus diesem Eckball entsteht dann der Führungstreffer. Da hat der Christian Stumpf wieder seine Torgefährlichkeit und seinen Torinstinkt bewiesen. Ja, und darum ist er ja bei Rapid. Er ist einfach ein Spieler, der nicht viele Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Er hat sich sehr viel anhören müssen in letzter Zeit und es freut mich sehr, dass genau er das Tor erzielt hat. Dieses Tor gibt ihm sicherlich Selbstvertrauen. Wir sehen es hier noch einmal ganz geschickt. Diese zu kurze Abwehr ausgenützt und der Führungstreffer. So, und dann sieht man hier, dass Leonenko nicht im Abseits war bei dieser Gelegenheit. Und das war ganz gefährlich. Michael Konsel hat er noch berettet. Im Konter, da sind die Ukrainer überhaupt sehr gefährlich. Ja, es wird sehr gefährlich, wenn wir im Mittelfeld quer spielen und dann in einen Konter laufen. Denn es kommen immer 4-5 Spieler der gegnerischen Mannschaft mit und das sollten wir vermeiden. Der Dietmar Kübauer hat mir gesagt, wie er in die Kabine gegangen ist. In der zweiten Hälfte wird Rapid doch mehr auf Konter spielen. Und er glaubt, dass das 2:0 fallen wird. Rechnen Sie auch damit? Ich hoffe schon ein bisschen, dass es so sein wird. Kiew wird sicher versuchen, den Ausgleich zu erzielen, das Auswärts zu schießen.
Wir sollten ein bisschen mehr Platz haben und vielleicht gelingt uns wirklich das zweite Tor. Was glauben Sie, welches Resultat wäre denn ideal, wenn man jetzt von diesem 1:0 zur Pause ausgeht für das Rückspiel in 14 Tagen in Kiew? Ja, ideal wäre 4:0, 5:0, aber das ist gegen diese Mannschaft vermutlich nicht möglich. Also ich glaube, mit einem 2:0, wenn wir noch ins Flugzeug steigen könnten, dann schaut es ganz gut aus. Was würden Sie sagen, ist jetzt wichtiger? Zu verhindern, ein Gegentor zu bekommen, das ja gerade im Europacup entscheidend sein kann? Oder sollte man versuchen, doch einen zweiten Treffer zu landen? Ja, für mich als Verteidiger ist die erste Variante, glaube ich, die sinnvollere. Die Auswärtstore haben schon oft entschieden. Natürlich wäre es gut, wenn wir ein zweites Tor schießen könnten, aber ich glaube, zunächst einmal ist wichtig, dass wir keins bekommen. Christian Stumpf, zuerst einmal herzliche Gratulation zu dem 2:0-Erfolg. Was ist eigentlich in den Kopf geschossen, wie der Peter Kugel das zweite Tor erzielt hat? Ja. Dynamo Kiew hat so dann 30 Minuten vor Schluss, glaube ich, nur mit 10 Mann gespielt. Wir haben aber trotzdem uns sehr schwer getan und das 2:0 kurz vor Schluss war sehr, sehr wichtig für uns. Ihr habt erst nicht schnell 1:0 geführt und dann hat es sehr lange gedauert. Kiew war eigentlich die dominierende Mannschaft. Warum haben wir die schnelle Führung auch nicht spielerisch umsetzen können? Ja, wir haben gesagt, wir versuchen, dass wir ein schnelles Tor schießen. Ist uns Gott sei Dank gelungen, aber Dynamo Kiew ist kein Außengegner. Das ist eine hervorragende Mannschaft und wir haben gesehen, diese Mannschaft kann Fußball spielen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das Spiel 2:0 gewonnen haben. Sie sagen, Sie haben es angesprochen, Dynamo Kiew ist kein Außengegner, Sie können Fußball spielen. Was ist denn die Stärke von der Mannschaft? Was spüren wir da im Spiel, wenn man gegen die Ukrainer spielt? Ja, es ist ein irrsinnig zweikampfstark. Voll sicher sind sie auch, hat das auch gesehen. Ich muss auch gleich sagen, wir haben gleich nach den ersten 2-3 Minuten irrsinniges Glück gehabt. Bei einem Corner, der Ball ist durchgesaust, aber Gott sei Dank hat der Ball drüber geschossen. Für mich hat auch wieder hervorragend gefallen, den zahlt auch wieder ein großes Lob. Und ich glaube, wir haben uns seit den 2-3 Sieg sehr, sehr verdient. Super Fans wieder, also was wollen wir mehr? Herr Stumpf, recht herzlichen Dank und wir gehen zurück zur Handzuppe in unser Studio. Ja, zum Teil. Und wir haben hier gleich eine Runde mit zwei Siegern von heute, mit Dietmar Kübauer, Peter Kugel und dem Präsidenten Günter Kaltenbrunner. Allen dreien ist natürlich ein gewaltiger Stein vom Herzen gefallen bei diesem zweiten Treffer, bei diesem 2:0 durch Peter Kugel, der vielleicht 50 Millionen wert war, nämlich den Eintritt in die Champions League. Peter Kugel, in diesem Augenblick, als der Torhüter den Ball noch berührt hat, haben Sie da schon gefürchtet, dass er ihn noch halten könnte? Auf alle Fälle, nur für ihn war es schwer. Ich habe relativ verdeckt geschossen, weil die hat man super aufgespielt. Und der Typ hat ihn zu spät gesehen haben und hat sich dadurch wahrscheinlich ins eigene Tor abgelenkt noch. Aber ich bin froh, dass er und ich hoffe, dass uns das reichen wird. Weitschüsse sind ja eine Spezialität von Ihnen. War das ein Auftrag des Trainers, mehr zu schießen? Das war in der zweiten Hälfte auffallend. Eigentlich nicht. Wir haben uns eigentlich so konzentriert, dass wir zumindest den 1:0 Vorsprung über die Bühne bringen. Und so gesehen haben wir probiert, eben aus Weitschüssen und aus Kombinationen zu Torerfolg zu kommen. Und dass es mir geglückt ist, ist natürlich schön. Wir haben hier dieses Tor noch einmal eingespielt bekommen. Schöne Jubelbilder auch danach. Sie sind nicht nur ein hervorragender Fußballer, Dietmar Kübauer, sondern auch ein guter Prophet. Sie haben dieses 2:0 in der Pause schon vorausgesagt. Was hat Sie so sicher gemacht? Gut, es ist so gewesen, dass ich gewusst, dass Dynamo Kiew weiter auf ein Tor spielen wird. Und das war die Chance für uns. Meine, dass das nachher durch einen Weitschuss entschieden worden ist, ist natürlich noch schöner. Aber ich glaube, es wird wieder was in Kiew auch sagen. Vielleicht nicht, sagen wir nur, vielleicht spielen wir dann auch so. Obwohl die Mannschaft ja auch mit einem Mann mehr doch noch einige Male in Bedrängnis geraten ist. Gut, man hat deutlich gesehen, dass Kiew eine sehr gute Mannschaft ist. Also technisch, glaube ich, sind die einer der stärksten Mannschaften in Europa. Und sie sind ziemlich schnell. Und es war wirklich den 19 Minuten sehr schwer gegen die zum Spielen. Aber wichtig ist, dass wir zwei Tage gemacht haben. Und im Endeffekt das Wichtigste vom Spiel war überhaupt, dass wir zu null gespielt haben. Das heißt, voller Optimismus jetzt ins Auswärtsspiel in 14 Tagen in Kiew. Na klar, ich meine, Sie müssen jetzt das vorlegen, umso länger das Spiel dauert, umso mehr Möglichkeiten werden wir wahrscheinlich dort kriegen und das ist unsere Chance. Danke vielmals. Herr Präsident, 50 Millionen, sehen Sie die schon in den Kassen von Rapid? Man sieht sie erst dann, wenn wir auch das Spiel in Kiew gut überstehen. Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie wieder ihre Stärken herausspielt, nämlich wirklich mit sehr hohem Einsatz und sehr aggressiv gespielt. Dass es ein 2:0 geworden ist, freut uns natürlich alle wunderbar. Die Voraussetzungen sind sehr gut, aber wir müssen in Kiew noch überstehen. Und das ist jetzt eine bisschen heikle Frage. Fühlen Sie sich jetzt in der Einkaufspolitik bestätigt? Schauen Sie, ich fühle mich weder bestätigt noch umgekehrt. Ich glaube, dass alle
eingekauften Spieler bis jetzt also sehr gut harmonieren, sehr gut dazu passen. Zinger hat sehr gut gespielt, Leszczak, Kwasenik. Also ich glaube, dass die fünf Spieler, die von Rapid gekauft worden sind, sehr gute Spieler sind, dazu passen. Und gemeinsam mit den Leistungsträgern, die wir ja schon haben, glaube ich, dass wir eine sehr gute Mannschaft sein werden. Und ich glaube auch, dass wir uns noch steigern können. Glauben Sie an den Aufstieg? Ich glaube, nach dem heutigen Spiel bin Optimist, ja. Danke vielmals. So, und jetzt schauen wir uns einmal das erste Tor von Christian Stumpf noch an. Inzwischen ist auch der Trainer Ernst Dokopil zu uns gekommen. Hier ist dieser Treffer. Da hat er wieder seine Torgefährlichkeit gezeigt, seinen Torriecher, der Christian Stumpf, der ihn ja auch in der, den er ja auch in der vergangenen Saison des Öfteren gezeigt hat. Ernst Dokopil, Sie haben wieder eine goldene Hand beim Austausch bewiesen. Ja, goldene Hand. Natürlich war es so, dass der Peter ein ganz wichtiges Tor geschossen hat. Es war eigentlich nicht darauf ausgerichtet, dass er das Siegestor schießt, sondern dass wir keins bekommen. Und er hat es noch gemacht, also sehr gut für uns natürlich. Warum dieser Wechsel in der Pause? Haben die Leistungen nicht gestimmt oder hat es taktisch nicht gestimmt? Waren es die Einzelleistungen oder hat das Mannschaftsgefüge nicht gestimmt? Nein, das Mannschaftsgefüge hat nicht gestimmt. Wir haben vor dem Spiel gesagt, entweder wir sind spielerisch so stark, dass wir dominieren können. Das waren wir aber nicht die erste Hälfte. Und außerdem hatten wir defensiv ein Riesenloch im Mittelfeld. Und deshalb die Defensivspieler, dass nachher einer ausgeschlossen wird vom Gegner, konnte ich zu der Zeit nicht ahnen. Aber wir haben dann das Spiel wesentlich besser kontrolliert, auch mit Problemen. Aber letztlich 2:0 ist ein gutes Resultat. Erstaunlich die Steigerung von Christian Prosenik von Salzburg. Jetzt bei Rapid plötzlich wieder eine zentrale Figur im Spiel geworden. Ja sicher, er war einer unserer besten Spieler und erstaunlich ist es für mich nicht, denn dieses Potenzial hat er. Er kann spielbestimmend sein, kann ein super Spieler sein und es ist ihm halt in Salzburg nicht gelungen, bei uns wird es ihm wieder gelingen. Worauf führen Sie zurück, dass auch mit 11 Mann es noch einige Male kritisch wurde für Ihre Mannschaft? Ja, das war die Zeit, wo der Trifon beleidigt war. Das war die Zeit, weil er keinen Freistoß schießen durfte, war er auf das ganze Stadion beleidigt und hat daher auch die Übersicht verloren und ist ja wieder herumgerannt und deshalb noch einige Torschancen des Gegners. Was hätten Sie am liebsten in dem Augenblick mit Ivanov und Konsel gemacht, als die beiden dem Gegner fast fahrlässig zu einer Chance verholfen haben? Naja, in Ivanov auf den Mond geschossen und den Konsel getröstet. Es ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Rapid hat 2:0 gewonnen. Natürlich auch die Frage an Sie, kommt Rapid weiter? Ja, jetzt waren wir nicht in Hochform und haben 2:0 gewonnen. Und ich denke mir, wenn wir uns, wir haben jetzt 14 Tage Zeit, uns zusammenzuspielen, noch ein bisschen zu steigern. Und ich denke mir, wir haben eine gute Ausgangssituation. Mehr weiß ich auch nicht. Gratulation jedenfalls an Rapid, an den Präsidenten, an Trainer und an den Peter Kugel, an den Schützen des 2:0. Herzlich willkommen daheim, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, vor dem Champions League Qualifikationsspiel. Dynamo Kiew gegen Rapid, bei mir Trainer Ernst Dokopil. Herr Dokopil, wie werden Sie Ihre Mannschaft aufs Feld schicken? Welche 11 Spieler kommen zum Einsatz? Wir werden spielen mit Konsel im Tor, mit Ivanov als Libero, mit den beiden Manndeckern Schürtel und Leszczak. Im Mittelfeld wird spielen Prosenik, Kierab, Kübauer. Zingler und Radajczyk und im Sturm wird spielen Stumpf und Mandreko. Peter Stöger fehlt, was ist los mit ihm? Ja, aufgrund seiner Krankheit haben wir uns entschieden, dass er heute nicht spielen soll. Es wäre ein Risiko gewesen, er ist körperlich noch nicht fit. Wie wird die Mannschaft jetzt agieren? Wird sie offensiv beginnen, versuchen ein Tor zu erzielen oder spielen wir mehr auf Abwarten? Naja, es ist so, wir haben beide Möglichkeiten, wie wir spielen können. Wir werden sehen, wie stark der Gegner kommt, wie stark der Druck des Gegners ist. Natürlich wollen wir versuchen, ein Tor zu erzielen, das wäre der bessere Weg. Im Vorfeld des Spiels hat man gewunkelt, 100.000 Zuschauer hier, das ist nicht der Fall. Was sagen Sie zu der Kulisse hier? Ich schätze, 40.000 werden hier sein. Ja, ich bin natürlich froh, dass nicht so viele da sind, aber die machen auch genug Stimmung und ja, je weniger, umso besser für uns. Wie nervös sind Sie? Ja, das haben Sie schon jetzt gesehen, dass ich ein bisschen nervös bin. Wenn mir nicht alle 11 eingefallen sind, aber es ist nicht so arg. Drückt mal Rapid die Daumen und noch zurück ins VfB-Zentrum zu Hans Huber. Rapid also ohne Peter Stöger.
Wie schwer wiegt diese Schwächung? Ja gut, ist schwer abzuschätzen, aber ich glaube, dass im spielerischen Bereich wird es sicherlich irgendwo abgehen. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn der Didi Küper und der Christian Prosanik mit Andi Herauf zusammen sind, glaube ich, noch immer ausgezeichnet spielerische Leute und die müssen eben dann die Aufgabe, die auch noch der Peter Stöger hat, mit übernehmen. Der Peter Stöger wird unsere Kommentatorenriege dafür verstärken und mit Peter Elstner dieses Spiel kommentieren und analysieren. Schauen wir uns jetzt aber einmal zunächst noch die wichtigsten Szenen aus dem ersten Spiel an. Kiew-Trainer Josef Szabo kann so viel Pech auf einmal nicht fassen. Fast verständliche Reaktion, ein Sündenbock muss her. Den hat er im schwedischen Schiedsrichter Anders Frisk gefunden. Zwei elferreife Fouls will der Trainer der Ukrainer gesehen haben. Bei dieser Attacke von Ivanov an Leonenko dürfte er recht gehabt haben. Doch der Elferpfiff bleibt aus. Auch der Ausschluss von Libero Sergej Bejenar sei laut Szabo zu hart gewesen. Eine ukrainische Tageszeitung beschreibt blumig, die rote Karte hat Dynamo den Kopf abgehackt. Kommentar von Szabo, der Schwede wollte die Ukrainer begraben. Dass auch die Abschlussschwäche seiner Spieler einigen Anteil an der Niederlage gehabt hat, ignoriert der Kiew-Trainer. Ein Leiden, das Christian Stumpf abgelegt hat. Jawohl! Wer ist sich ausgegangen? Ja! Tor! Und Stumpf! Er hat den Bann gebrochen, Rapids-Torjäger Christian Stumpf. In der 8. Minute nach dem ersten Eckball. 1:0 für Rapid. Weder die 1:0-Führung noch die numerische Überlegenheit in der zweiten Spielhälfte bringt die nötige Ruhe ins Rapid-Spiel. Die Abwehr agiert oft konfus. Sogar der über die meiste Zeit ausgezeichnete Konsul lässt sich anstecken. Doch Göttin Fortuna hat an diesem Abend ein grün-weißes Leiberl übergestreift. Kübauer. Gucke. Guter Schuss. Und ja! Da! Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Wir haben es vor einigen Augenblicken gesagt. Und knapp eine Minute vor Spielschuss, ein Gewaltschuss von Peter Gucki. Und Rapid führt hier gegen Dynamo Kiew. 2:0. Ob glücklich oder nicht, wenn Rapid die Qualifikation für die Champions League schafft, spricht darüber sicher niemand mehr. Was ist da durch die Mannschaft gegangen? Was habt ihr euch gesagt? Ja, wir haben gesagt, wir müssen uns zusammenreißen. Ein Tor kann man nicht mehr einfangen, war bitter so früh. Aber wir haben super Tore gemacht und ich glaube, wir bringen das Ganze jetzt noch drüber natürlich. Frei nach dem Motto, was tatet ihr ohne Ivanov? Der Ivanov ist ein Teil unserer Mannschaft, ist ein Spaßvogel, ist ein guter Spieler. Wir brauchen ihn, aber er ist nur ein Teil von allen Elfen. Ohne jeden Einzelnen kann man auch nichts tun und er ist ein wichtiger Spieler, der Gott sei Dank zwei Tore gemacht hat. Was wird in der zweiten Spielhälfte noch passieren? Ich hoffe nicht mehr viel, vielleicht schießen wir noch ein paar Tore. Danke, alles Gute. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis jetzt hat alles geklappt, unsere Verbindung auch nach Wien, die Einstellungen mit Hilfe der ukrainischen Kollegen, die sich hier wirklich bemüht haben, auch für unsere Interviews was zu machen. Und mit diesen Bildern und dem erfreulichen Zwischenstand von 3:1 für Rapid, kann es nicht oft genug wiederholen, gebe ich zurück ins Studio nach Wien zu meinen Kollegen. Ja, davon bin ich jetzt fest überzeugt, keine Frage, sie sind jetzt gesamt gesehen 5:1 vorne und hat wieder gesehen, wie schön, Gott sei Dank, aus unserer Sicht Fußball sein kann. Man bekommt eigentlich ein schnelles Tor, das man nicht bekommen möchte und spielt anschließend dann aber wirklich großartig mit 3 Toren. Und jetzt bin ich auch überzeugt, dass wir auch gewinnen werden dort. Wir werden uns gleich noch die interessantesten Szenen anschauen und melden uns gleich wieder hier aus dem Studio. Schauen und sie gemeinsam mit Herbert Prohaska ein bisschen analysieren. Erste Möglichkeit für Dynamo Kiew, dieser Freistoß durch Kalis Vintsev und das 1:0 für die Ukrainer. Hat der Mittelkonsul da was dafür können? Nein, man hat vorher eine andere Einstellung gesehen, also bei diesem Freistoß, so, hier sieht man es, es geht sich nicht aus, aber wirklich sehr gut geschossen, eigentlich unhaltbar.
Haben Sie in diesem Augenblick da ein bisschen gefürchtet um Rapid? Ja, natürlich, denn ich meine, wenn man gleich nach ein paar Minuten ein Tor bekommt, man sieht es auch jetzt. Anschließend war der Druck enorm groß, Rapid war ein bisschen hektisch hinten. Aber ich glaube, mit dem Ausgleich hat sich eigentlich alles gedreht. Rapid spielt jetzt im Stile einer Klasse-Mannschaft, sie hält den Ball in der Mannschaft und spielt oft einmal, zweimal berühren. Das ist zunächst dieser sehr gute Schuss von Ratajczyk. Da wurde Rapid erstmals wirklich gefährlich. Einige Probleme für den Torhüter von Dynamo Kiew. Und jetzt der Ausgleich, herrlich herausgespielt und dann ganz cool verwertet vom Trifon Ivanov. Super Pass, ich glaube auch von Christian Brosenik, der auch das zweite Tor dann so schön vorbereitet, also herrlich, auch die Annahme eigentlich technisch perfekt. Hier noch einmal sehr schön gelöst, sieht das freie Eck und platziert den Ball ganz genau hinein. Danach Rapid, noch einige Male ein bisschen in Bedrängnis. Und zwar hier in dieser Szene große Reaktion von Michael Konzel gegen Leonenko. Ja, das hätte eigentlich noch einmal das Spiel zugunsten von Kiew vielleicht kippen lassen können. Gott sei Dank konnte er den Ball nicht mehr auf ein Eck spielen. Jetzt kommt der herrliche Pass vom Andi Herav. Super. Für Brosenik. Abwehr völlig aufgemacht. Und der Pass war natürlich klasse, weil wirklich eigentlich hätte er zuerst stumpf anspielen müssen. Der Pass war aber noch schöner, noch besser. Also was will man mehr? Und der Didi Küper trifft auch ganz genau ins Eck, streift noch die Stange. Ganz wichtiges Tor, eine erste Vorentscheidung und dann noch die wirkliche Vorentscheidung, jetzt dieses 3:1. Ja, das war vielleicht ein bisschen ein Glück, würde ich sagen, weil der Ivanov sich fast schon wegdreht und den Ball dann doch noch auf den Kopf bekommt, aber Gott sei Dank haben die Mannschaften aus Österreich das Glück. Es war auch schon des Öfteren anders. So, da sehen wir Dynamo Kiew wohl mehr im Ballbesitz auf dieser Statistik. Aber die Tore, die hat Rapid geschossen. Rapid führt 3:1 und das ist der wichtigste Teil dieser Statistik. Okay. Peter Schöckl, herzliche Gratulation zum Aufstieg in die Champions League. Wie war das möglich, dass man gegen Dynamo Kiew, eine Mannschaft, die unglaublich stark ist, wenn man daheim nur 1:1 gespielt hat, dass man da so dominiert eigentlich? Wir haben zu Hause 2:0 gewonnen. Am Anfang hat es eh nicht gut ausgeschaut. Wir sind schnell in Rückstand gekommen. Da war der Druck immens, aber mit dem 1:1 vom Trifon Ivanov sind wir immer stärker geworden. Die Spieler von Kiew haben gewusst, jetzt müssen sie uns schon 4 Tore schießen und das passiert normalerweise nicht. Und wir haben uns mit der Aufgabe gesteigert und ich bin wirklich überglücklich. Was geht eigentlich einem Spieler vor, wenn man da steht und man weiß jetzt, man ist in der Champions League? Ja, jetzt freuen wir uns einmal, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und was dann am Freitag bei der Auslosung rauskommt, wird man sehen. Gibt es Wunschgegner? Nein, wir haben uns noch nicht beschäftigt. Zu schwierig war diese Aufgabe. Wir haben uns voll auf Dynamo Kiew konzentriert und Gott sei Dank hat es geklappt. Wie werden das jetzt gefeiert? Ausgiebig, das können Sie uns glauben. Ausgiebig, aber fliegt es heute schon wieder zurück? Ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, aber es wird sicherlich gefeiert. Danke Peter Schöttl und da ist schon der Trainer bei mir, Ernst Dokupil. Herzliche Gratulation einmal zum Aufstieg in die Champions League. Sie haben vor dem Match gesprochen, Sie waren unheimlich nervös. Wie ist denn die Nervositätskurve bei Ihnen verlaufen in diesen 90 Minuten? Ja, unheimlich nervös war ich nicht, aber es war natürlich eine Anspannung, die vielen Zuschauer da. Der Druck, der auf der Mannschaft lastet, auf uns allen und ja, beim Anpfiff ist das weg. Wir haben natürlich einige Zeit gebraucht, diesen Rohr hier auszuhalten. Der Gegner hat auch das Seinige dazu beigetragen. Sie haben viel Druck gemacht, haben 1:0 geführt. Da kommt einem schon ein bisschen das Zittern. Aber unsere Spieler haben das wunderbar dann ausgeglichen.
Wie kann man da auf der Bank reagieren, wenn es so schnell 0-1 spielt? Das wollte man eigentlich vermeiden, ein schnelles Gegner. Wie kann man da auf der Bank reagieren? Ja, am besten man negiert das überhaupt und spielt das Spiel ganz normal weiter. Das ist der beste Weg, denn im Laufe der Zeit weiß man, dass sich die Mannschaft fängt und dann wir auch unsere Torchancen haben und so war es auch heute. Was hat Ihre Mannschaft ausgezeichnet? Ja, erstens einmal ein sehr gutes Konterspiel und vor allem hervorragende Individualisten, die aus einer Torchance ein Tor machen können. Und das war es in der ersten Hälfte. Der eine Konter, der war klasse, der hat alles gepasst. Drei Pässe und das Tor war da. Was bedeutet für Sie jetzt so kurz nach diesem Erfolg die Realisierung der Traum Champions League? Wenn man weiß, man ist bei der Creme de la Creme im internationalen Fußball dabei. Ja, ich habe eigentlich nie daran gezweifelt nach der 2-0 Führung. Es ist dann noch sehr eng geworden. Aber jetzt im Moment empfinde ich natürlich Freude über unsere Mannschaft, denn es war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und heute haben wir einiges geschafft, was nicht so leicht ist. Gibt es Wunschgegner in der Champions League? Nein, ich halte so wie immer. Es gibt keinen Wunschgegner. Wen wir bekommen, gegen den spielen wir ein Schloss. Herr Dokupil, alles Gute noch einmal. Recht herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und wir geben damit zurück zu Hans Huber und zu Herbert Prohaska auf den Königsberg. Auf Wiedersehen. So, drei große Europacup-Erfolge innerhalb von 2 Tagen, 13 Tore geschossen von den österreichischen Mannschaften. Spiegelt das Niveau des österreichischen Fußballs wider? Ja gut, im Moment auf alle Fälle, denn dazu waren die Siege eigentlich zu klar, als dass man jetzt davon sprechen muss, von Glück oder Zufall oder so, sondern ich glaube, alle drei Mannschaften, auch ich möchte von dieser Stelle jeden gratulieren. Es kann nur gut sein für unser Land und ja, ich hoffe, das setzt sich jetzt sofort. Die höchste Liga im europäischen Vereinsfußball. Und für die Sportanhänger bedeutet das zumindest 3 Heimspiele im Herbst, nämlich gegen prominenteste europäische Vereine. Einer der Hauptverantwortlichen dafür ist Tormann Michael Konsel und er ist heute bei Martin Lang zu Gast. 1996 ist das erfolgreichste Jahr für Rapid überhaupt. Europacup-Finale zum 30. Mal Meister und seit gestern Abend auch in der Champions League. Rapid-Torhüter und Kapitän Michael Konsel spielt 11 Jahre bei den Hütteldorfern und jetzt erstmals in der europäischen Eliteklasse. Was bedeutet für Sie dieser Erfolg? Ja, es ist natürlich für uns alle ganz, ganz was Tolles, für die ganze Vereinsgeschichte. Sensationell. Es war die letzte Saison schon wunderbar und überdurchschnittlich eigentlich. Und die neue hat schon wieder so begonnen und jetzt sind natürlich alle ganz happy. Gestern überraschender 4-2 Auswärtserfolg in Kiew gegen Dynamo Kiew. Schauen wir uns vielleicht gemeinsam die Höhepunkte des gestrigen Abends an. Es hat ein bisschen unglücklich begonnen. Schnelles Führungstor der Ukrainer nach 5 Minuten. Das war eigentlich das, was wir uns nicht gewünscht haben. Herrlicher Freistoß. Und wir waren 1-0 im Rückstand. Dauerdruck? Ja, dann waren 20 Minuten sehr heikel. Da waren einige Situationen, wo wir sehr, sehr viel Glück gehabt haben. Und da waren einige schwere Bälle dabei zu halten. Dann dieser Traumpass von Christian Prosenik, Trifon Ivanov, der Libero mit einem super Tor zum 1-1. Da war vielleicht schon alles gelaufen? Das war schon ein bisschen eine Erlösung. Und dann das zweite Tor von Didi, das war dann die Entscheidung. Die Aufgabe. Dann das 3-1 durch Trifon Ivanov, der sich schon ein bisschen geduckt hat bei diesem Kopfball. Er war überhaupt der Matchwinner gemeinsam mit dem Prosenik und mit dem Didi Kübauer. Ich glaube, Matchwinner, die gesamte Mannschaft. Man muss auch das Hinspiel rechnen. Also, wenn wir da nicht zu 0 gespielt hätten und wenn auch der Gucki nicht das zweite Tor geschossen hätte, wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, den Aufstieg zu schaffen. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Rapid Ihrer Meinung nach? Es ist immer schwer zu sagen. Es ist so, dass wir einfach kompakt spielen, klasse Leute in den Reihen haben und jeder für sich wirklich extra klasse ist und zeigt sie dann in diesen Spielen. Es ist so viel über das Geld gesprochen worden in puncto Champions League. Für die Spieler geht es um relativ viel Geld. Wissen Sie schon, wie die Prämien in Prozent aufgeteilt werden? Ja, und für sich war es so, dass wir vor dem Spiel überhaupt nicht an das Geld gedacht haben, das wäre sicherlich schlecht. Jetzt im Nachhinein
wird uns das natürlich bewusst, dass wir mit dem Einzug in die Champions League sehr, sehr viel Geld verdient haben und noch verdienen können. Eine sehr nette Geste von unserem Präsident gestern, er war bei uns in der Kabine, hat uns zugesichert für die letzten zwei Spiele gegen Dynamo, dass es zu einer Teilung von 50-50 der gesamten Einnahmen kommt. Und in der Champions League sind wir mit 40-60. Fußball ist mittlerweile ein ganz großes Geschäft geworden und erstmals auch für einen Wiener Verein. Volle Stadien und volle Kassen erwarten den österreichischen Rekordmeister in der Champions League. Rapid rechnet mit Minimum knapp 40 Millionen Schilling. Bis zu 65 Millionen können es in den insgesamt 6 Gruppenspielen werden. Allein 17 Millionen zahlt die UEFA als Startgeld. Pro Sieg kommen 8,5, pro Unentschieden 4,3 Millionen Schilling dazu. Für jede weitere Runde, sprich Viertel- oder Halbfinale, fließen weitere UEFA-Millionen. Vor knapp 2 Jahren konnte Casino Salzburg knapp 50 Millionen Schilling aus dem Champions League-Tresor kassieren. Morgen wird in Genf die Champions League-Gruppe für Rapid ausgelost. Gibt es für den Michael Konsler eine Wunschgruppe? Ich glaube, es sind so attraktive Gegner dabei. Es ist uns, glaube ich, ganz egal, wer jetzt kommt. Wir hoffen nur, dass die Stadien dann voll sind, oder das Stadion in Wien. Und wie gesagt, also, es ist jeder Gegner jetzt recht. In 2,5 Wochen ist das erste Champions League-Spiel für Rapid. Dankeschön für den Besuch bei uns in Wien heute, Studio. Gerne. Österreichischen Fußballrekordmeisters jubeln über den Aufstieg in die Champions League und den damit verbundenen Millionenprämien. Ernst Dokopil ließ trotzdem keine großen Feiern zu und beorderte die Mannschaft heute Vormittag schon wieder zum Training. Keine Ruhepause für die Helden von Kiew, obwohl heute so manch Grün-Weißer lieber im Gras sitzen geblieben wäre. Wir sind alle ein bisschen müde jetzt, aber wir sind alle erschienen zum Training und jetzt machen wir ein lockeres Auslaufen. Dann kriegen wir noch unsere Infusionen von unserem Doktor und dann geht's wieder. Infusionen welcher Art? Infusionen in Form von Vitaminen. Für einen Rapid-Spieler bedeutet die Champions League-Qualifikation etwas ganz Besonderes. Ja, ich persönlich habe schon fast nicht mehr damit gerechnet. Es war der 5. Versuch für mich und ich bin natürlich jetzt überglücklich, dass ich es einmal geschafft habe. Der Ex-Austria-Wien- und Austria-Salzburg-Spieler leistet auch die Vorarbeit zum 2:1 durch Kübauer, dem schönsten Treffer des Abends. Trotz des zu erwarteten Geldes ist die Champions League vor allem sportlich hochinteressant. Ich glaube, das Geld ist jetzt Nebensache, das kommt jetzt sowieso rein. Wir müssen halt schauen, dass wir sportlich aufhören können, weil da schaut sicher für den einen oder anderen vielleicht ein gutes Auslandsangebot noch heraus. Und das muss natürlich das große Ziel sein von jedem Spieler. Dabei Gegner mit wahrlich klingenden Namen gezogen, die Meistermannschaften aus England, der Türkei und Italien. Mit Juventus Turin, dem Titelverteidiger Manchester United und Fenerbahce Istanbul, spielt Rapid jetzt in der großen Eliteklasse des europäischen Fußballs. Das hat heute Mittag die Auslosung im Casino von Genf ergeben. Der UEFA-Präsident Lennart Johansson und auch der UEFA-Generalsekretär Gerhard Aigner haben die Lose für Rapid gezogen in der Champions League. Andi Heraf, bei uns auch Live-Studio-Gast. Die Reaktion, nachdem man es erfahren hat? Ich war gerade auf dem Weg zu meiner Schwester, zu deren Hochzeit, und habe es im Radio Wien im Auto gehört. Ja, ich bin eigentlich begeistert von der Auslosung. Es sind tolle Namen, tolle Gegner und die Fans, die Fußballfans von Rapid werden sich schöne Spiele anschauen können. Hören wir uns gemeinsam an, was der Rapid-Trainer Ernst Dokopil zu den drei Gruppengegnern und zur Auslosung gesagt hat. Ja, es sind herrliche Gegner, die das Stadion füllen werden. Das ist eine Freude, gegen diese Mannschaften zu spielen, dem Wiener Publikum diese Mannschaften zu präsentieren. Und ich freue mich über die Auslosung, wirklich gut. Was bedeutet das sportlich für Ihre Mannschaft? Ja, es ist ein Kräftemessen mit den besten Mannschaften Europas und da kann man einiges ausprobieren oder man kann einiges erreichen in diesem Spiel. Also Rapid, der Start keineswegs in Ehrfurcht? Und auf keinen Fall. Sicher sind wir wieder Außenseiter in dieser Gruppe, aber wir waren Außenseiter das ganze Frühjahr hindurch und sind auch ins Finale gekommen. Auch gegen Kiew waren wir nicht gerade die Favoriten. Und wir haben diese Hürde gemeistert und man kann jeden Gegner schlagen und besonders in Wien vor vollem Haus mit der Unterstützung vielleicht von 50.000 Zusehern ist alles möglich. Auch Wien als Stadt, Rapid natürlich als Fußballclub, steht in einer großen internationalen Auslage. Der Andi Heraf ist immer ein bisschen eine Art Chefspion, informiert sich immer sehr genau über die Vereine, über Hubs. Was ist Ihnen von diesen Gruppengegnern bekannt? Ja, bis jetzt noch nichts Genaues. Wir haben noch Zeit. Wir müssen zuerst unsere Meisterschaftsspiele absolvieren
Und erst dann kurz vor den diversen Spielen in der Champions League wird man sich da genau informieren. Aufgrund von Videos ist das möglich. Die beiden Trainer, der Funke Feurer und der Dogbill, werden sich das sicher im Stadion live ansehen, die Gegner. Und gemeinsam dann Videoanalyse und dann wird man sich die Gegner anschauen. Wir haben heute auch für Sie ein paar Informationen zusammengetragen. Juventus Turin, Champions League Titelverteidiger. Der 23-fache italienische Meister besiegte vor 6 Jahren die Austria mit Stöger und Prosinic 2x4. Manchester United, der populärste Verein in England. 10-mal Meister, 1-mal Meistercup-Sieger. 1969 schied Rapid gegen United, damals mit dem jetzigen Präsidenten Günther Kaltenbrunner, im Meistercup aus. Die Red Devils verloren vor 5 Jahren in Linz gegen die Austria 1:5. Im gleichen Jahr gewannen sie den Cup-Sieger Istanbul. 13 Meistertitel. Der türkische Rekordmeister wartet noch auf den ersten Erfolg im Europacup. Der aktuelle LASK-Trainer Friedel Rausch war vor 13 Jahren Trainer bei Fenerbahce. Die Mannschaft stellt 4 Teamspieler, die auch bei der Euro 96 in England spielten. Die prominentesten Neuerwerbungen: Ex-Bayern-Stürmer Emil Kostadinov, Freund von Rapid-Libero Ivanov und der nigerianische Olympiasieger JJ Okocha. Erstes Spiel von Rapid gegen Fenerbahce Istanbul am 11. September. Ein Vor- und Nachteil, dass man gleich zu Hause beginnt? Nein, ich glaube, es ist sicher ein Vorteil, wenn wir zu Hause spielen. Ich hoffe und ich glaube auch, dass das Stadion voll sein wird und mit der Unterstützung unserer Fans haben wir die Möglichkeit, dieses Spiel gleich zu gewinnen und dann ist in der Gruppe natürlich alles möglich. Über Kartenverkaufsmodalitäten wird Rapid das nächste Woche Mittwoch öffentlich alles bekannt geben. Auf jeden Fall ein super Los, zu dem man gratulieren muss. Ja, glaube schon. Dankeschön für den Besuch. Andi Herauf hat morgen ein wichtiges Spiel, nämlich gegen den FC Linz in der Fußball-Bundesliga ab 15.30 Uhr. Schießen gegen Ajax Amsterdam. In der vergangenen Saison nur italienischer Vizemeister, 8 Punkte hinter AC Milan. Manchester United, englischer Meister und Cupsieger. Ein internationales Star-Ensemble um den Franzosen Eric Cantona. Weiters Dänemarks Nummer 1, Peter Schmeichel. Fenerbahce Istanbul, zum ersten Mal seit 1989 wieder türkischer Meister. Die prominentesten Neuzugänge der Bulgari Kostantinov und Ex-Frankfurter JJ Okocha. Es ist eine Freude, gegen diese Mannschaften zu spielen, dem Wiener Publikum diese Mannschaften zu präsentieren und ich freue mich über die Auslosung. Wirklich gut. Das erste Spiel am 11. September im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Fenerbahce. Hallo und herzlich willkommen hier im Ernst-Happel-Stadion bei Rapids erstem Spiel in der Millionenliga in der Champions League. Der Gegner ist Fenerbahce, der Meister aus der Türkei. Und bei mir ist der Rapid-Trainer, nämlich Ernst Dokupil. Bisschen nervöser als sonst, weil es geht ja doch um sehr viel Geld. Nein, wegen Geld sollte man nicht nervös sein, wegen des sportlichen Erfolges, deshalb vielleicht. Sie haben die erfolgreiche Mannschaft vom ersten Meisterschaftssieg gegen Salzburg mit 2:0 auf einer Position geändert. Trifon Ivanov in der Meisterschaft gesperrt, kam in die Mannschaft. Warum? Ja, im Europapokal hat er einige Erfahrungen mehr als Provislav Jovanovic. Und ich finde, er hat schon sehr viel geleistet für uns im Europacup und deshalb spielt er heute. Danke vielmals, Ernst Dokupil. Wir werden ja über die Champions League heute noch sehr großflächig berichten, unter anderem über das Parallelspiel von der Rapid-Gruppe, nämlich Juventus, dem Titelverteidiger, gegen Manchester United. Das ist ein absoluter Schlager auf Europas Fußballfelder. Zunächst wollen wir Ihnen aber hier im Ernst-Happel-Stadion jetzt noch zeigen, wie Rapid die Qualifikation in diese Millionenliga bestanden hat. Das erste Spiel im Happel-Stadion. Rapid gewinnt mit 2:0. Wir hatten eine neue Mannschaft, wir waren noch nicht so richtig eingespielt. Ja, im ersten muss man sagen, dass wir zwar gewonnen haben, aber dass da einiges Glück dabei war. Glück, weil Ivanovs Elferfoul vom schwedischen Schiedsrichter Frisk nicht geahndet wird. Können, weil Michael Konsl alle Kiew-Chancen zunichte macht. Glück und Können, weil aus 1,5 Chancen 2 Treffer erzielt werden. Der Torinstinkt von Christian Stumpf kehrt zurück, bereits nach 8 Minuten 1:0 für die Hütteldorfer. Geduld beweisen 30.000 Rapid-Fans mit ihrer Mannschaft. Erlöst werden sie von Peter Gugi. Mit einem Gewaltschuss in der 90. Minute erzielt er das 2:0. Beim Rückspiel in Kiew steht es nach 6 Minuten 1:0 für Dynamo. Torschütze Kalivintsev per Freistoß.
Gut, es war jetzt so, dass wir nach dem Rückstand sofort den Ausgleich geschossen haben. Und das war, glaube ich, für die ein Knacks. Und dadurch haben wir das Spiel in die Hand gekriegt. Und ich glaube, so gut haben wir noch nie gespielt, seit ich bei Rapid bin. Nach 23 Minuten sorgt Trifon Ivanov für den Ausgleich. Trainer Dokubil sieht nur 9 Minuten später den Führungstreffer durch Kübauer, Vorarbeit Prosenik. Und vor Seitenwechsel noch das 3:1 für Rapid. Torschütze wieder Rapids Enfant Terrible, Ivanov. In der zweiten Spielhälfte erzielen die Ukrainer noch 2 Treffer. Einen ins eigene, einen ins Rapid-Tor. Endstand 4:2 für Rapid. Die Hütteldorfer damit zum ersten Mal in der Champions League. Ja, Andi Herauf, dieses 0:1 war natürlich ein kapitaler Fehler. Aber dennoch habt ihr nicht so offensiv gespielt. Na, wir wollen sicher jetzt noch den Ausgleich machen. Wir haben dann sicher nach dem Tor auch ein bisschen zu offensiv gespielt, aber wir wollen eben das Tor machen und ich hoffe, es gelingt uns zweite Halbzeit. Wie wird die Taktik jetzt aussehen genau? Ja, wir wollen weiter auf Sieg spielen natürlich, obwohl wir jetzt noch hin sind. Aber ein bisschen mit einer sicheren Abwehr? Ja, das sollte sein, aber das war immer ein schwerer Fehler, das sollte nicht passieren und das werden wir jetzt verhindern. Danke, Andi Herauf, er muss in die Kabine. Ja, wir schauen uns jetzt die wichtigsten Szenen der ersten Hälfte noch in Kürze an und dann auch noch die Highlights der zweiten Partie in dieser Gruppe, nämlich von Juventus Turin gegen Manchester United. Also dranbleiben bitte. Ja, bei mir im Studio ist jetzt Günther Kaltenbrunner, der Präsident vom SK Rapid. Schaut nicht ganz glücklich aus, verständlich. Wir werden mit ihm dann gleich die wichtigsten Szenen der ersten Hälfte analysieren. Aber zuerst werfen wir einen Blick nach Turin zum großen Schlager, zum Parallelspiel dieser Rapid-Gruppe, nämlich Juventus gegen Manchester United. Und im Stadio delle Alpi ist natürlich Höchststimmung, ein wahrer Leckerbissen. Juventus also gegen Manchester United, Juventus mit einer gegenüber dem letzten Finale stark veränderten Mannschaft und Manchester United auch mit 9 Spielern. Jordi Cruyff ist von Barcelona gekommen und Karel Poborský, einer der Stars des tschechischen Teams, hier ist ein Bild, sind neu bei Manchester United. Und Eric Cantona, der Kapitän und das Enfant terrible des Fußballs, aber sehr diszipliniert in den letzten Wochen und sicherlich eine Säule im Team von Manchester. Das ist Jordi Cruyff, der wie sein Vater die Nummer 14 jetzt trägt, jene Nummer 14, die Johann Cruyff bei seinen großen Erfolgen getragen. Die Mannschaft von Juventus Turin im Stadio delle Alpi, klarer Favorit, spielt auch in der ersten Spielhälfte von Beginn an Offensivfußball und erste Chance nach 8 Minuten durch Antonio Conte. Antonio Conte nach schöner Flanke des neuen Mannes im Angriff, Christian Vieri, und Conte lässt diese Möglichkeit aus. Juventus Turin ist ja der Titelverteidiger, die Mannschaft, die im Olympiastadion von Rom den Pokal für den Sieg in der Champions League gegen Ajax Amsterdam geholt hat und damit die Erfolgsserie von Ajax Amsterdam gestoppt hat. Foul an Boxic und dafür sieht Gary Neville, Nummer 2 bei Manchester United, gelb. Die erste von 3 gelben Karten in der ersten Spielhälfte, auch Cruyff und Boxic bekommen gelb. Gary Neville, englischer Nationalspieler. Kurz abgewehrt. Ein Weitschuss, Schmeichel lässt den Ball aus. Der Ball ist ihm abgenommen und konnte ins Tor, aber zur Überraschung aller und zur Verwunderung auch von ihm, Schiedsrichter Markus Merk entscheidet auf Handspiel und ich glaube, die Entscheidung ist falsch. Leider gibt es keine guten Zeitlupenbilder. Fehler von Schmeichel und passen Sie auf, mir scheint es, als springt der Ball an die Brust von Conte und nicht an die Hand. Aber wie dem auch sei, Merk entscheidet auf Hand und damit kein Tor. Weiter 0:0. Kaum Chancen für Manchester United in dieser ersten Hälfte. Die Mannschaft kann kein einziges Mal auf das Tor von Peruzzi schießen. Dann Kontermöglichkeit für Juventus. Guter Pass von Deschamps auf Boxic. Boxic allein im Strafraum und Tor. 1:0. 1:0 in der 34. Minute. Die mehr als verdiente Führung vor knapp 50.000 Zuschauern im Stadio delle Alpi. Boxic, der von Lazio Rom gekommen ist und der Gianluca Vialli als Stürmer setzen soll, stellt auf 1:0 und 1:0 ist auch der Stand nach den ersten 45 Minuten für Juventus Turin gegen Manchester United. Hälfte an. Günter Kaltenbrunner, eigentlich waren Sie mit der Leistung von Rapid zufrieden? Ja, schauen Sie, Fenerbahce ist eine hervorragende Mannschaft. Man sieht das immer wieder, hohes Tempo, technisch perfekt, auch internationale Härte. So muss man also auch davon ausgehen, dass die Spieler nicht so spielen können, wie sie vielleicht bisher auch spielen konnten in den vorangegangenen Spielen.
Aber sie kämpfen, sie spielen mit. Ich glaube, dass es ein ausgeglichenes Spiel ist und dass durch diesen Fehler halt dass wir in den Rückstand gekommen sind mit 1:0. Das war eine der Möglichkeiten für Rapid, die wir gesehen haben, nämlich dieser Weitschuss von Leschiak. Es waren einige gute Weitschüsse, nehmen wir dann als Beispiel für einige gute Schüsse. Und dann kam in der 20. Minute wieder ein Weitschuss, diesmal von Prosenik. Und Wagner fährt da ganz knapp am Ball vorbei, der schlecht abgewehrt wurde vom türkischen Torhüter. Haben Sie da schon auf das 1:0 gehofft? Ja, man hofft natürlich immer. Und Sie sehen, dass also wir auch relativ gute Chancen hatten. Heute, glaube ich, haben wir auch nicht das notwendige Glück, aber das Spiel ist noch nicht aus und das kann sich ja in 45 Minuten ja noch einiges ändern. Und dann kam jene Minute, die 31. Da ist Ihnen wahrscheinlich das Herz stehen geblieben. Dieser Konter von Fenerbahce, hervorragend gespielt von JJ Okocha und dann der schreckliche Fehler von Leschiak. Ist so ein Fehler verzeihbar, Günter Kaltenbrunner? Ja, er muss verziehen werden. Das Spiel geht weiter. Ich meine, es hat überhaupt keinen Sinn, hier sozusagen, es ist nicht verzeihbar. Abgerechnet wird zum Schluss und dann werden wir sehen. Hadert man da in dem Augenblick ein bisschen, dass man so einen Spieler zum Club geholt hat? Ja, das sagt man jetzt im Moment. Bisher hat er sehr gute Spiele gespielt und im Nachhinein mit so einem Fehler denkt man natürlich nach, warum das passieren muss. Aber Leschiak ist ein hervorragender Spieler, das hat er schon bewiesen und dieses Unglück ist ihm passiert. Sie haben ja selbst sehr viele internationale Spiele auch gespielt, dass so ein erfahrener Spieler so einen Anfängerfehler begeht. Damit kann man doch eigentlich überhaupt nicht rechnen. Na, überhaupt nicht, aber man sieht ja schon an der Szene, dass er sich den Ball sehr schlecht mitgenommen hat und dass er von dem Box ist, ich glaube, das ist dieser Bosnier, auch ein bisschen weggedrängt, Bolic, ja. Weggedrängt wurde und der hat das sehr gut gemacht. Aber wenn man die Szene noch einmal spielt, sieht man, dass sich Leschiak den Ball schlecht mitgenommen hat und von rückwärts ist dann der Spieler vorbeigekommen und hat ihn weggedrängt und dann das Tor gemacht. Aber es war natürlich ein unnötiger Fehler. Wir hoffen natürlich, dass wir eine zweite Hälfte mit Rapid-Toren sehen, aber wir gehen jetzt noch in den VIP-Club zu Rainer Pariasek, der hat noch einen interessanten Gesprächspartner. Nämlich Hans Kranke, eine grün-weiße Legende. Was sagen Sie zu den ersten 45 Minuten? Ja, schade, es war leider Gottes ein schwerer Fehler in der Abwehr von Rapid. Und leider Gottes steht es jetzt 1:0 und jetzt muss man ganz einfach alles tun, um den Ausgleich oder um noch den möglichen Sieg zu erreichen. Es waren aber mehrere Fehler eigentlich in der Abwehr, es war ja nicht nur das Gegentor. Naja, besonders nach dem Tor ist natürlich, war die Nervosität groß, aber das ist verständlich. Es ist jetzt so, dass auch Klassenspieler wie der Ivanov und Klassenspieler wie der André Leschiak ganz einfach Fehler machen können. Das sind Menschen und die können Fehler machen. Leider ist es quasi ein entscheidender und es war leider Gottes gleich ein Tor. Wenn Sie jetzt Rapid-Trainer wären, wie würden Sie jetzt reagieren? Ich würde auf jeden Fall reagieren und versuchen zu tauschen und ganz einfach ein, zwei offensive Spieler ins Spiel bringen und das Match ganz einfach noch umzudrehen. Also doch noch offensiver spielen? Ja, natürlich. Bei 1:0 bleibt nichts mehr über. Es nutzt nichts, wenn man 1:0 verliert und nach 90 Minuten bleibt es dabei. Man muss versuchen, den Ausgleich zu erzielen. Und ich glaube, wenn man jetzt bei so einer Kulisse den Ausgleich erzielt, dann ist auch der Sieg drinnen. Anfangs mit dem Gegner eigentlich wahnsinnige Schwierigkeiten hatten. Wir konnten uns auf das System nicht einstellen. Und erst als wir dann ein bisschen Harakiri-Fußball gespielt haben, dann ist uns das Tor gelungen. Warum aber so spät Harakiri-Fußball? Warum haben Sie eigentlich den Peter Stöger so spät reingebracht? Ja, der Peter Stöger ist nicht die Ursache, dass wir Harakiri-Fußball gespielt haben, sondern wir haben einfach dann nicht mehr gedeckt und haben nur mehr unser Spiel gespielt und da ist es dann besser gegangen. Was sagen Sie zu dem Fehler von Leschiak? Ja, das kann passieren. Er hat das sicher nicht absichtlich gemacht, aber er hat nachher weitergekämpft und solchen Fehler kann einmal passieren. Danke, Ernst Dokopil, für dieses erste Interview. Ja, und wir gehen jetzt einmal gleich in unser Studio zu Hans Huber. Ja, und wir haben hier den Dietmar Kübauer. Sind Sie letztlich mit dem 1:1 zufrieden? Na, sicher nicht. Wir haben sehr gut begonnen, haben aber nach dem 0:1, glaube ich, total das Spiel aus der Hand gegeben und wir haben geglaubt, das Spiel ist zu Ende und wenn wir normal weitergespielt hätten, wie wir es 2:2 getan haben, dann glaube ich, wäre sicher mehr drin gewesen. War da der Wechsel entscheidend, dass Stöger und Stumpf ins Spiel gekommen sind? Auch Sie sind dann ja viel besser zur Wirkung gekommen. Naja, gut, es war sicher
ganz gut, dass der Peter und der Stumpf reingekommen sind, aber ich glaube, das hat mit dem zwar nichts zu tun gehabt. Wir haben Mitte der Halbzeit haben wir da total das Spiel verloren. Und glaube ich, der Peter und der Stumpf hätten da nicht viel machen können. Der Gegner war ja in der Organisation wirklich sehr stark. Ja, das stimmt, aber man hat aber dann deutlich gesehen, zweite Halbzeit, wie wir dann mehr in die Tiefe gespielt haben, die Bälle, glaube ich, haben wir uns unter Druck setzen können. Und ist leider nicht mehr das zweite Tor gelungen und dadurch, glaube ich, bin ich nicht zufrieden mit dem einen Punkt. Schauen wir uns die beiden Tore in diesem Spiel einmal an. Es hat ja sehr viele Chancen gegeben. Zunächst in der 31. Minute der Fehler von Leschiak nach dem Pass von Okocha. Was hätten Sie da am liebsten im Augenblick mit Ihrem Mitspieler gemacht, wie er diesen Fehler gemacht hat? Gut, ich glaube, Fehler passieren einmal und ich habe auch schon etliche Fehler gemacht und ich glaube, da muss man das Spiel unterstützen. Das haben wir getan und er hat nachher selber gespielt. Das heißt, es hat keine Vorwürfe gegeben für ihn? Na sicher nicht. Ich meine, man kann dem Spieler dadurch nicht helfen. Ich meine, wenn man noch ein bisschen zusammenschreit, dann ist er noch mehr verunsichert. Und dann spielt er vielleicht das ganze Match mit 10 Mann. Gut, das war also die Szene zum 0:1. Schauen wir uns jetzt auch noch jene zum Ausgleich an. Das war ja in der besten Phase von Rapid, muss man sagen. Stimmt, ja. Stöger. Sie hatten einfach eine Anspielstation mehr mit dem Peter Stöger dann. Das stimmt, ja. Ich meine, der Peter hat sich ja ein bisschen an Druck mehr gezeigt und der Stumpf natürlich durch seine Torgefährlichkeit, was er da wieder deutlich unter Beweis gestellt hat. Das hat sicher etliches gebracht, aber wie gesagt, ich glaube, erst hat sie uns auch nicht helfen können, weil da haben wir total konfus gespielt. Obwohl die Mannschaft ja eigentlich sehr stark und mit sehr viel Tempo begonnen hat, warum dann diese Konfusität? Naja, warum? Es war jetzt so, dass wir das 0:1 bekommen haben und dann, glaube ich, ist ein bisschen ein Knacks auf die Mannschaft gegangen. Aber ich glaube, wir haben dann zweite Halbzeit bewiesen, dass wir den Rapidgeist haben. Und ich glaube, im Endeffekt muss man dann eh mit dem 1:1 zufrieden sein, weil die erste Halbzeit war wirklich zu schlecht für einen Sieg. Drückt da ein bisschen der Gedanken an das viele Geld, das da auf dem Spiel steht? Ich glaube, an Geld denkt man das sicher nicht, weil natürlich ist es schön, wenn man 8 Millionen statt 4 Millionen verdienen kann. Aber ich glaube, im Spiel denkt kein Spieler daran, wie viel Geld es zum Verdienen gibt. Ja, Trainer Ernst Dokopil, wenn wir uns die Aufstellung ansehen, Christian Prosenik ist da also fit. Ist er noch ein bisschen ein Risiko oder ist er wirklich hundertprozentig fit? Ja, es ist natürlich immer ein bisschen ein Risiko dabei. Fit ist er hundertprozentig, aber man weiß nicht, wie er mit dem Handicap spielt, ob er daran denkt oder nicht. Wenn er nicht daran denkt, dann wird er sicher gut spielen. Mit welcher Taktik werden Sie die Mannschaft aufs Feld schicken? Was haben Sie jetzt noch in der Kabine gesagt? Ja, wir werden vorsichtig offensiv spielen. Wir wollen nicht unbedingt den Konter laufen und versuchen selber Konter zu spielen. Wir wollen den Druck abfedern, den Manchester sicher machen wird. Und aus diesem Druck heraus vielleicht hin und wieder Konter zu spielen. Soeben ist die Mannschaft von Manchester United aufs Spielfeld gelaufen. Gibt es einen Spezialbewacher für Eric Cantona? Ja, Angel Leschiak wird gegen ihn spielen, aber nicht in Manndeckung, sondern als Gegenspieler nur. Okay, dann danke, alles Gute für das heutige Match. Danke, Ernst Dokopil. Zurück noch einmal ganz kurz nach Wien. Der Rapid kam durch 2 Siege über Dynamo Kiew in der Qualifikation in die Champions League, also zum großen Geld. Manchester United gehört zu den großen 8 und war daher fix qualifiziert. Der erste Spieltag, der verlief aber für beide Teams gleichermaßen enttäuschend. Grün-weißes Debüt in der Champions League. Die Rapid-Fans im Happelstadion wollen ihr Team gegen Fenerbahce Istanbul siegen sehen. Doch nach 30 Minuten sehen sie den Führungstreffer der Türken. Nach einem kapitalen Abwehrfehler von Leszczak erzielt Bolic das 1:0 für Fenerbahce. Sehr zur Freude der rund 8000 türkischen Fans unter den 42.000 im Happelstadion. Der erste Gegentreffer für Rapid in Europacup-Heimspielen seit 446 Minuten. Rapid-Trainer Dokopil reagiert. Er bringt im Dreierpack Stumpf, Stöger und Jovanovic. Nun war die Co-Produktion dieser drei bringt den Ausgleich. Jovanovic über Heraf zu Stöger. Und Stumpf erzielt nach 71 Minuten per Kopf den verdienten Ausgleich. Rapid gegen Fenerbahce, Endstand 1:1. Der erhoffte Rapid-Sieg ist ausgeblieben. Vollkommen misslungen der Auftakt für Manchester United bei Juventus Turin.
Cantona, Bobarski und Co. verlieren beim Titelverteidiger mit 0:1. Vor 50.000 Tifosi im Stadio delle Alpi erzielt der Kroate Alen Boksic in der 34. Minute den Siegestreffer. Manchester United gegen Rapid daher schon unter Zugzwang. Ja, wir sehen also den zweiten Spieltag und das Gastspiel von Rapid in Old Trafford bei Manchester United. Und Manchester United hat einen fantastischen Heimrekord. In allen Europacup-Heimspielen gab es noch keine Niederlage für Manchester United. United ist aber mehr als ein Fußballclub. Ein Club mit Tragödien, Triumphen und ganz großen Persönlichkeiten. Der Megastar heißt Eric Cantona. Er garantiert je nach Laune für Traumtore wie beim 4:1 im jüngsten Heimspiel gegen Nottingham oder für Skandale. Einige Beispiele gefällig, zwei kleine Ausrutscher noch in Frankreich. Und als skandalträchtiger Kung-Fu-Akrobat Anfang 95 nach Beschimpfung durch einen Crystal Palace-Fan. Folge 8 Monate Sperre. Aber er ist eben auch zweifacher Fußballer des Jahres in England. Cantona über Cantona. Ich will mir selbst treu bleiben, aber auch meinen Teamkollegen, meinem Club und meinen Fans. Das ist mein Charakter. Ein kongenialer Partner Cantonas, der walisische Spielmacher Ryan Giggs, von dem Bertie Vogt sagt, sein einziger Fehler ist, dass er nicht Deutscher ist. Weiter in der Starriege der Roten Teufel, Stürmer Andy Cole. Bis zu Alan Shearers Transfer im Sommer mit 120 Millionen Schilling teuerster Fußballer Englands. Dänemarks Torhüter-Riese Peter Schmeichel, wegen Magenverstimmung am letzten Wochenende fußballerisch und kommunikativ out. Gut ersetzt vom holländischen Neuzugang Raymond van der Gau. Weiter ist der Holländer Jordi Cruyff. Aber Manchester United ist nicht nur Gegenwart, ist auch Tradition, Geschichte, Legende. 1958. Ein Flugzeugunglück zerstört die junge Mannschaft, die nach Ansicht von Experten auf dem Weg zum Europacup-Sieg war. 1968. Zwei Überlebende führen Manchester United mit 10 Jahren Verspätung zum Sieg im Europacup der Meister. Trainer Matt Busby und Bobby Charlton, der zum 4:1 nach Verlängerung gegen Benfica Lissabon 2 Tore erzielt. Die wichtigste Trophäe im United-Museum. 1991. Sieg im Europacup der Cupsieger. 2:1 gegen Barcelona durch 2 Tore von Mark Hughes. 1996 das Double-Double. Erstmals im englischen Fußball gewinnt ein Club zum 2. Mal das Double. Heute ist der Verein ein 5 Milliarden Schilling-Unternehmen mit 140.000 Mitgliedern weltweit. Für viele Fans bedeutet Manchester United mehr als ihr eigenes Leben. What does Manchester United mean to you? Life. It's everything. It means more than anything else in the world. Love them. Weniger gratulieren können wir im Augenblick Rapid. Schauen wir uns aber zunächst einmal die beiden Tore aus der ersten Hälfte an. Die 20. Minute, die Rapid-Abwehr schon bis dahin nicht wirklich sattelfest. Hier rutscht Ivanov daneben. Auch Poborski erreicht den Ball nicht, aber Solskjaer und der Norweger erzielt den Führungstreffer für Manchester United. Und in der 27. Minute dann das 2:0. Zunächst Cantona. Stöger, bitterer Schnitzer und Beckham, der Spielmacher, erhöht auf 2:0. Ungewohnter technischer Fehler von Stöger bei diesem Rückpass. Viel zu schwach und Beckham nützt diese Möglichkeit zum 2:0. Ich verstehe ihn leider hier heroben nicht und ich bin jetzt ruhig, dass die daheim, die Englisch können, verstehen, was er sagt. There's always a point that they're going to have a good talking in this half time. The manager's going to do his work. And what they did was they shot off the right hand side.
which is all learning part there in the sense that we have to then direct the play in other ways. I felt that we maybe dropped the tempo a little when we were confronted with that problem about getting out on the right-hand side, and we should have really kept possession more. But other than that, I thought that they maintained a good discipline. They weren't going to lose it. Also, soweit ich höre, meint Ferguson dem Sinn nach, dass seine Mannschaft sehr gut gespielt hat und er hofft, dass sein Team 10 Punkte innerhalb dieser Champions League erreicht. Er zählt ja mit Juventus zu den Favoriten dieser Gruppe und es ist auch zu rechnen, dass Juventus und Manchester aufsteigen. Außer Rapid kann alles noch in den nächsten Spielen daheim, gegen Juventus dann auswärts bei Juventus und Fenerbahce umdrehen. Aber wie gesagt, das alles sind Hypothesen. Ich hoffe, wir werden dann auch meinen Kollegen Rainer Pariasek mit Ernst Dokopil hören. Ferguson hat sich auf alle Fälle als guter Coach erwiesen. Er hat Rapid nicht unterschätzt, aber hat genau gewusst, was hier alles drinnen ist. Ja, Herr Dokopil, erster Kommentar gleich nach dem Spiel. Ja, mit vollen Hosen kann man nicht Fußball spielen und das ist uns heute passiert. Vielleicht auch, dass die Mannschaft nicht gewohnt ist, dass von Anfang an gleich so viel Druck gegen sie erzeugt hat. Ja, natürlich, das kam dazu, aber wir waren weit unter unserem Wert. Es war eigentlich kein Spieler darunter, der heute irgendwie dem Spiel eine Wendung gegeben hätte, geschweige denn Normalform gebracht hätte, wenn man es absieht, vielleicht von Schöttl und von Konzler. Aber waren alle weit unter ihren Möglichkeiten. Würden Sie aber nicht auch sagen, dass Manchester sicherlich um eine Klasse stärker ist als Rapid? Ja, heute, am heutigen Tag waren sie es auf alle Fälle. Sie waren mehr als eine Klasse stärker. Danke, Ernst Dokopil, gleich für dieses erste Interview. Wir geben zurück nach Wien. Bevor wir jetzt zu den Interviews nach Old Trafford kommen, schauen wir uns noch einmal die entscheidenden Szenen des Spiels zwischen Manchester United und Rapid an. Am Anfang oft Verwirrung in der Rapid-Abwehr. In der fünften Minute dieser Fehler von Kübauer. Cantona. Und er scheitert an Libero Ivanov. Dann Leszczak mit einem Fehler. Solskjaer. Dann Podborski. Aber in der 20. Minute ist es soweit, dass 1:0 für Manchester United. Das ist die Vorarbeit. Und in der Mitte dann Solskjaer. Ganz frei und 1:0 für Manchester United. Fast die logische Folge des Dauerdrucks. Der Engländer Podborski fährt vorbei und so ist fertig. In der 27. Minute das 2:0. Wieder einer dieser individuellen Fehler. Und zwar gerade von Peter Stöger. Einer der besten Techniker, ein ganz ungenauer Rückpass. Und Beckham nützt diese Möglichkeit zum 2:0 für Manchester United. Überragend Torhüter Michael Konzel und erst im Finish wird auch Rapid gefährlich. Wie bei diesem Freistoß des eingewechselten Barisic. Trifft genau und Schmeichel pariert mit Mühe. Ivanov hat sich da in der Mitte geärgert. Hier noch einmal dieser genau angetragene Freistoß von Zoran Barisic. Und dann auch noch eine höchst umstrittene Szene nach dieser Aktion von Rapid. Und zwar wird der Stumpf in der Mitte umgerissen, aber der Elfmeterpfiff bleibt aus. Das ärgert Dietmar Kübauer. Eindeutig wird Stumpf da zurückgehalten, also da hätte es zumindest Elfmeter geben müssen. Ja, schade drum, auch ein Tor kann ja in der Champions League schon sehr viel Geld bedeuten und sehr viele Möglichkeiten wieder öffnen, doch noch vielleicht ins Viertelfinale aufzusteigen. Wir haben aber jetzt das erste Interview in Manchester und zwar mit Dietmar Kübauer, spricht Rainer Pariasek. Dietmar Kübauer, euer Trainer, hat gemeint, ihr hättet die Hosen voll gehabt, stimmt das?
Naja, ich glaube, es hat wirklich den Anschein gehabt, die haben die erste Halbzeit wirklich gespielt wie die ersten Menschen. Und da darf man sich nicht wundern, dass man nur eigentlich zwei nicht hinten waren, weil normal muss er da schon vier nicht stehen. Und darum kann man sich beim Kommissar bedanken, dass er uns vor einem Debakel bewahrt hat eigentlich. Aber warum habt ihr so, wie Sie sagen, wie der erste Mensch gespielt? Ja gut, das weiß ich selber, das hat sich jeder vorgenommen, dass wir nach vorne spielen. Wir haben von außen gewusst, dass wir sicher nicht da das Spiel dominieren und das wird sicher die Manchester machen und das so ist eingetreten, aber wir haben einfach viel zu wenig vorne gespielt. Von der Abwehr raus, Mittelfeld, Sturm, das hat alles, ist alles, hat glaube ich nicht den besten Tag erwischt und dadurch glaube ich, haben wir so schlecht gespielt. Wart ihr auch ein bisschen überrascht von der Stärke von Manchester? Na, überrascht, das war jetzt so. Das Tor ist, glaube ich, nach 15 Minuten gefallen. Das war dann natürlich nur ein Knacks für uns. Und wir haben gewusst, dass es eine gute Mannschaft ist. Und es war halt wirklich heute ein rabenschwarzer Tag. Danke, Didi Küss. Hörer, was sagen Sie zum Spiel? War Manchester um so viel Klassen stärker oder ist die Mannschaft so viel stärker? Oder habt ihr einen schwarzen Tag erwischt? Also man muss sagen, wir haben gegen eine sicher absolute Top-Mannschaft in Europa gespielt. Aber wir selbst haben sicher keinen guten Tag erwischt. Speziell erste Halbzeit haben wir es denen sehr leicht gemacht. Haben uns die beiden Tore eigentlich selbst gemacht und dann war das Spiel fast schon entschieden. Wir haben dann versucht, Schadensbegrenzung zu machen. Zweite Halbzeit haben wir auch ein bisschen mitgespielt. Aber man muss sagen, sie haben uns hier an die Wand gespielt und waren klar überlegen und der Sieg ist auch verdient. Man hat eine gewisse Verunsicherung gemerkt, vor allem in der ersten Hälfte. War das auch die Kulisse? Vielleicht nicht die Kulisse. Wir haben im Laufe dieses Frühjahrs viel Europacup-Erfahrung gesammelt, auch mit der Kulisse. Aber wir haben uns ganz ehrlich am Anfang in die Hosen geschissen, muss man ehrlich sagen. Und hat nicht gut ausgesehen, aber wir haben uns ein bisschen gefangen, aber das war eindeutig zu wenig heute. Was war der Grund dafür, dass ich dann ein bisschen gefangen habe? Ja, ich glaube, dass auch Manchester mit dem 2:0 im Rücken nicht mehr auf Volldampf gespielt hat. Ist vielleicht ein bisschen uns zugute gekommen, aber die waren stets gefährlich und wir können von Glück reden, dass wir nicht noch ein Tor bekommen haben. Ja, das waren sehr selbstkritische Worte der Hütteldorfer Spieler, zuvor auch schon von Ernst Dokobil, dem Trainer. Man ist mit zu viel Angst in dieses Spiel gegangen im berühmten Old Trafford Stadion von Manchester und Rapid konnte nicht jenes Selbstvertrauen ausspielen, das die Mannschaft zuletzt ausgezeichnet hat in der Meisterschaft. Und gleich geht's weiter mit unseren Interviews und zwar mit Michael Konsel, dem besten Rapid-Spieler. Einhellige Meinung aller, es können sich vermutlich alle beim Michi Konsel bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist. Wie war das aus Ihrer Sicht das Spiel? Ja, für mich war es einmal, es hat mir riesen Spaß gemacht, und das war eine irrsinnig tolle Atmosphäre. Und ja, müssen wir zufrieden sein mit den 2:0. Wir haben die erste Halbzeit speziell überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Vielleicht haben sie einige wirklich zu sehr beeindrucken lassen von der tollen Stimmung. Anders kann ich mir es nicht erklären, dass eigentlich so unnötige Fehler passiert sind. Aber gut, das passiert einmal im Fußball. Und letztendlich zweite Halbzeit haben wir dann, glaube ich, gar nicht so schlecht gespielt. Aber liegt es auch nicht vielleicht daran, dass Manchester doch eine Klasse stärker ist als Rapid? Ja sicher, die machen natürlich mächtig Druck und da kommt es eben zu Fehlern. Das habe ich jetzt erst schon gemeint. Also das kommt eben im Fußball vor. Fehler passieren halt einmal. Aber trotzdem, wir haben sicherlich nicht unser bestes Spiel gespielt. War Rapid mit dem 0:2 noch gut bedient? Sicher, also man muss irgendwo froh sein mit dem Ergebnis. Wir haben eigentlich kaum Chancen, oder ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Chance gehabt hätten. Und Manchester hat doch einige sehr, sehr gute Chancen vorgefunden. Aber bitte, das kommt vor. Wir haben bisher im Europacup immer über unsere Verhältnisse gespielt und das hätten wir heute auch gebraucht. Wir hätten einfach einen Traumtag erwischen müssen, dass man hier, und viel Glück, dass man hier vielleicht einen Punkt machen kann. Was geht in einem Torhüter vor, wenn er zwar super hält, aber die Mannschaft verliert? Ja, es haben sich sicherlich alle bemüht und es haben alle probiert. Was geht in einem vor? Das kann man erst im Nachhinein dann aufarbeiten. Aber ich versuche natürlich, alle Bälle, die aufs Tor kommen, zu halten. Und den Rest muss eigentlich die Mannschaft machen. Ich kann keine Tore schießen. Ich kann nur versuchen, mit vereinten Kräften, mit der Abwehr, die Tore zu verhindern. Und ja, man kann nicht immer alles halten oder alles verteidigen, gerade gegen Manchester, die enorm viel Druck gemacht haben. Na bitte, zumindest einem Hütteldorfer hat dieses Spiel Spaß gemacht, nämlich Torhüter Michael Konsel. Aber er war ja auch der beste Rapid-Spieler. Damit haben wir die Gruppe C sozusagen unter Kontrolle und schauen uns jetzt einmal die Ergebnisse an. Zwar Manchester United gegen Rapid 2:0
und Fenerbahce gegen Juventus 0:1. In der Tabelle führt Juventus Turin mit 6 Punkten vor Manchester 3, Fenerbahce 1 und im Augenblick an letzter Stelle Rapid mit einem Punkt.